Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen CC2-Video. Ich möchte heute mal eine Alarmanlage vorstellen und es soll aber keine gewöhnliche Alarmanlage werden, sondern ich möchte rekapitulieren, was wir in unserem CC2 in den letzten Jahren gemacht haben, an Technologien, Technik vorgestellt haben und ich möchte diese Technik nehmen und sozusagen neu zusammenpuzzeln, also alles Dinge, die, wenn Sie Stammzuschauer sind, schon bei uns gesehen haben. Und indem wir sie neu miteinander verknüpfen, erschaffen wir eine Alarmanlage, die ja ganz anders ist als die herkömmlichen und die ja daraus zehrt, dass wir Menschen bequem geworden sind und dass wir Menschen vor allen Dingen die ganze Zeit Technik mit uns herumschleppen. Warum das Ganze? Nun, den Impuls gab letztlich das, was hinter mir steht. Wenn man Besitzer von Obstbäumen ist, die irgendwo draußen auf dem Feld stehen, dann hat man das Problem, dass diverse Menschen kommen und glauben, diese Bäume, die gehören der Allgemeinheit. Und ich habe schon allerhand Leute zufällig erwischt und sogar schon Kommunalpolitiker weggejagt. Aber das Ganze soll ja nicht nur zufällig sein, dass man zufällig vorbeikommt und feststellt, da ist jemand, sondern es soll einen ja warnen, wenn man gleichzeitig zu Hause ist. Und da habe ich mir Gedanken drüber gemacht und jetzt zur Erntesaison, zur Erntezeit, war es dann an der Zeit, das Ganze hier zu installieren. Und ja, da möchte ich Sie mal dran teilhaben lassen. Ich habe ja, wie gesagt, erwähnt, dass das Ganze etwas anders abläuft. Denn wie würde man es denn ja historisch machen oder beziehungsweise konventionell machen? Und wenn wir hier auf den Tisch gucken, nun, wir haben hier zunächst mal einen PIR-Sensor. Also ein Gerät, das Wärmeunterschiede feststellen kann und das dann ein Signal an einen Mikrocontroller abgeben kann und sagen kann, hey, hier hat sich was bewegt und der Mikrocontroller entscheidet dann und kann dann letztlich uns informieren oder ein Alarmsignal abgeben oder irgendwas in der Art. Das Problem dabei ist natürlich, hier oben laufen ja ganz legitimerweise Tiere rum und hier laufen dann beispielsweise Rehe rum oder andere Tiere und die dürfen hier herumlaufen. Die sollen hier rumlaufen, ist ja alles gut. Aber dieser Sensor hier kann natürlich nicht zwischen Tier und Mensch unterscheiden. Eine Sache, die ja tatsächlich nicht so einfach ist, weil manche Menschen sich ja auch wie Schweine benehmen. Aber da kommen wir dann an unsere Grenzen. Wir hätten relativ viele Fehlalarme. Wir können natürlich eine Wildkamera installieren. Das ist ja eine beliebte Sache und wir sehen hier eine Antenne dran. Auch diese Wildkamera haben wir schon mal vorgestellt. Diese Kamera kann also automatisch das Bild in eine E-Mail packen oder auf einen FTP-Server laden. Und sozusagen ist man dann auch live dabei. Die Kamera hängt irgendwo und überträgt dann über das Mobilfunknetz. Das hier ist eine alte Generation, die macht das über 2G. Die gibt es mittlerweile natürlich auch mit 4G. Und da ist man dann sozusagen auch live dabei und kann in dem Bild dann auch sehen, aha, ist das wieder ein Reh oder ein Mensch. Denn auch hier haben wir das gleiche Problem. Die Kamera reagiert auch auf Wärmeveränderungen und macht daraufhin das Foto. Das Ganze würde natürlich funktionieren im Innenraum. Also stellen Sie sich vor, Sie wollen keine Apfelplantage, keine Streuobstwiese überwachen, sondern Sie haben ein Vereinsheim irgendwo einen Kilometer weiter. Da ist dann nicht jeden Tag jemand. Aber das ist ein bisschen ab vom Schuss und man ist dann doch ein bisschen beruhigter, wenn eine Alarmanlage da ist, die sagen kann, hey, hier ist alles in Ordnung oder da ist irgendwas. Wenn man sowas im Innenraum installiert oder auch einen solchen Sensor im Innenraum installiert, ist das schon eine andere Sache. Da kommt aber als Nachteil wieder dazu, so eine Kamera, die ist natürlich irgendwo montiert und die hat einen Öffnungswinkel, die guckt dann nach da. Was dahinter passiert, das wissen wir nicht. Und auch wenn der Öffnungswinkel bei diesem Sensor, man sieht es hier an der Kuppel, die kann eine Halbkugel sozusagen, einen Halbkreis kann sie überwachen ungefähr. Da ist der Öffnungswinkel größer, aber nach der nächsten Mauer ist auch Schluss. Das heißt, idealerweise suchen wir nach was anderem. Und da kam mir die Idee und das habe ich dann auch über den Sommer eine ganze Zeit lang ausprobiert. Was wäre denn, wir Menschen, ich hatte es am Anfang angesprochen, wir sind so bequem geworden, wir schleppen die ganze Zeit Mobiltelefone mit uns rum und bequemerweise, wenn wir von zu Hause weggehen, lassen wir normalerweise auch das WLAN und Bluetooth eingeschaltet, obwohl wir unterwegs ja eher selten die Gelegenheit haben, ins WLAN zu kommen, es sei denn, wir sind irgendwo, wo es ein offenes gibt oder wir sind bei Bekannten oder in einer Firma, wo wir dann wieder Zugriff haben auf das WLAN, weil er uns eingeräumt wurde. Aber so im Großen und Ganzen ergibt es eigentlich keinen Sinn, aber das WLAN ist trotzdem aktiv. Und auch das haben wir schon gezeigt, wenn das WLAN, die WLAN-Funktion aktiv ist am Telefon, dann ruft das Telefon oder die meisten Geräte rufen so alle paar Sekunden bis Minuten, hallo, kann mich hier jemand hören? Diese Nachrichten, wir können es nachher uns auch nochmal visualisieren, diese Nachrichten werden also kontinuierlich gesendet und alles, was man machen muss, ist, man muss ein Gerät haben,
was auch WLAN unterstützt und was diese Nachrichten empfangen und auswerten kann. Diese Voraussetzungen werden von solchen Mikrocontrollern hier erfüllt. Das sind die typischen ESP32 Mikrocontroller, die wir schon einige Male in Anwendung hatten in unseren Videos. Und die haben WLAN eingebaut und die sind also auch in der Lage, solche WLAN, man nennt es im Fach, in der Fachsprache Probe Requests, also diese kann mich jemand hören, Meldungen zu empfangen und damit auszuwerten. Und da wir sie frei programmieren können, können wir natürlich entscheiden, was machen wir mit diesen empfangenen Daten. Und das Ganze hier aufgebracht auf einem Entwicklerboard, so liegt es jetzt gerade hier auf dem Tisch und lauert auch. Ja, ein Problem ist es vielleicht weniger im Vereinsheim, wo sie Strom haben. Sie sind entweder ans Netz angeschlossen oder sie haben sich eine Solaranlage gebaut mit Akku oder sowas. Problem ist es dann schon eher, was macht man denn hier auf so einer Streuobstwiese, wo weit und breit kein Stromanschluss ist? Und ich auch gleichzeitig dazu sagen kann, also mit der Größenordnung von Solarmodul, was man dann irgendwo meinetwegen oben in den Baum hängt, zwischen die Äpfel, kommt man leider nicht weit. Denn wenn wir uns das angucken, ich betreibe im Moment hier zur Demonstration dieses ESP32, diesen Mikrocontroller, an einem Akku. Und wenn wir hier, das ist ein bisschen schwierig zu lesen bei dem noch relativ grellen Licht aktuell, aber wenn wir hier mal drauf schauen auf das Messgerät, dann können wir sehen, also hier bei 5 Volt benötigt dieser Mikrocontroller um die 200 Milliampere. Und 200 Milliamperestunden mal 24 Stunden am Tag, da brauchen Sie dann schon erstens einen Akku, einen größeren Akku und zweitens auch ein größeres Solarmodul, weil auch wenn es in der Größenordnung im Sommer funktionieren würde, so im Winter, ist es schwierig. Da klaut dann zwar keiner mehr Äpfel, aber vielleicht wollen Sie ja trotzdem wissen, dass, ob und wann dann mal jemand unterwegs ist. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, es ist ja schön, wenn das hier festgestellt wird, dass da jemand ist und man könnte natürlich einen Buzzer oder irgendeine andere Senke anschließen, die ein Alarmsignal von sich gibt, sodass die Leute, die dann da unterwegs sind, na, zumindest hoffentlich eingeschüchtert sind. Aber sie möchten ja selbst informiert werden. Wie macht man das denn? Auch da haben wir was gezeigt. Man könnte zum Beispiel hingehen und ein GSM-Modul oder ein LTE-Modul an diese Mikrocontroller anschließen und wäre dann in der Lage, entweder eine Kurznachricht zu senden oder ins Internet zu gehen und ein paar Kilobyte Daten zu übertragen zu einem Server. Und der Server informiert Sie dann wieder als Push-Nachricht auf dem Telefon. Ich habe einen anderen Weg gewählt, weil das hier nicht weit entfernt ist von da, wo ich wohne. Und so etwa 1 Kilometer Entfernung, allerdings doch ein heftiger Berg dazwischen. Aber das ist genau die richtige Reichweite für LoRa. Auch LoRa haben wir schon einige Male hier thematisiert bei uns in MCC2. Sie sehen vielleicht die etwas größere Antenne hier dran an dem Mikrocontroller. Und das ist also die Antenne für LoRa. Das ist die Standardantenne, die so mitgeliefert wird. Wir haben auch gezeigt, dass die nicht allzu viel taugt für kritischere Situationen, wenn es denn mal darum geht, so 3, 4, 5 Kilometer zu überbrücken. Dann brauchen Sie da größere Antennen, die einen höheren Antennengewinn haben, damit das zuverlässig funktioniert. Aber hier zur Demonstration, wie gesagt, es funktioniert, es läuft und das ist die Demo. Und abstrahieren müssen Sie sowieso. Ich stelle Ihnen das hier vor, die Idee. Und Sie haben natürlich ganz andere Anforderungen, weil Sie vielleicht tatsächlich das Vereinsheim haben mit einer anderen Stromversorgung, weil Sie vielleicht Kenntnisse haben in anderen Bereichen als diesen Mikrocontrollern. Denn man kann auch einen Raspberry Pi beispielsweise oder irgendeinen anderen Kleincomputer, Einplatinencomputer installieren, anbringen. Der braucht gar nicht so viel mehr Strom als diese Geräte hier. Und auch damit funktioniert das. Da kommen wir dann vielleicht nachher auch nochmal kurz darauf, wie man das dann realisieren kann. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wie habe ich das jetzt gelöst? Ich habe ja gesagt, wir machen es über LoRa. Das heißt, so ein Mikrocontroller, wie er hier liegt, der liegt nochmal unten zu Hause auf dem Dachboden, ist damit in der Reichweite von meinem WLAN und kann darüber ins Internet gehen und eine Nachricht absenden. Und wir haben auch das schon mal gezeigt. Es gibt Dienste, die kann man selber hosten oder was jetzt neu ist, was wir gleich sehen werden, die auch im Internet zur Verfügung stehen. Das heißt, es gibt einen Server im Internet, den man mitbenutzen kann. Und das sind Push-Nachrichtendienste. Da schickt man eine Nachricht hin und dann gibt es Apps fürs Telefon, die man installieren kann und kann man sich angucken, was da für Nachrichten eingelaufen sind. Das machen wir jetzt vielleicht mal.
Ich rufe das hier auf. Das ist das Programm Notify bzw. NTFY. Das ist einmal also die Anwendung für die Mobiltelefone. Für Android gibt es auch aus dem F-Droid Store und lässt sich auch bei Apple installieren. Und man kann es selber hosten. Man muss es aber nicht selber hosten, weil, wie gesagt, es auch einen Dienst im Internet gibt. Und da habe ich gesagt, ich habe mir hier diesen Benutzernamen sozusagen ausgedacht, beziehungsweise man kann sich das als Kanal vorstellen. Also dieser Benutzername, man muss darüber nachdenken, der Kanalname, der sollte einigermaßen zufällig sein, vielleicht ein bisschen kreativer noch überlegt als bei mir, weil der quasi als Passwort fungiert. Und ansonsten ist das frei zugänglich. Alles, was Sie da hinschreiben, lässt sich unverschlüsselt frei auch für alle möglichen Leute anschauen. Und wir sehen hier, hier kam gerade eine Benachrichtigung rein. Wir haben es auch gehört. Und da ist wahrscheinlich jemand hier an der Straße vorbeigefahren mit, das steht jetzt hier, wenn wir gucken, RSSI minus 91. Das bedeutet, das Signal ist relativ schwach. Denn das kommt auch noch dazu, dieses WLAN-Signal hat ja eine bestimmte Feldstärke. Normalerweise sehen wir das grafisch, so mit 1 bis 5 Balken oder irgendwas in der Art oder so Wellenlinien. Aber man kann es natürlich auch auswerten in dBm beispielsweise, und da wären so minus 50 dBm bedeutet so viel wie es beißt bald, minus 70 dBm, na, da ist jemand im Nachbarraum, und minus 90 ist dann hier ja so knapp 100 Meter entfernt auf der Straße. Und die Alarmanlage ist halt im Moment noch recht empfindlich eingestellt. Auch das ist eine Sache, die Sie merken werden. Wenn man weit außerhalb ist, dann kann man sich das natürlich leisten, dass man sie empfindlich einstellt. Aber wenn man mittendrin ist, dann muss man da vorsichtiger sein und dann eher so bei minus 70 aufhören. So, und um die Sache mal live zu demonstrieren, also ich gehe hier hin und sage, ich aktiviere jetzt das WLAN von meinem Telefon. Es wird also sofort anfangen rumzuplärren. Wir machen das hier mal, aktivieren, dann dauert es einen kleinen Moment. Und da kommt die Nachricht, da ist jemand mit minus 70 dB, minus 65 dBm, also schon relativ nah. Das ist immer ja, relativ ungenau am Ende, aber diese Werte sollte man nicht allzu ernst nehmen. Es ist natürlich nicht geeicht, aber zumindest ungefähr ein Maßstab, dass man sagt, minus 90 ist weiter weg als minus 60, minus 70, sowas. Soweit also erstmal diese Geschichte aus der Perspektive von Apfeldieben und von Anwendern. Und wie das Ganze so ein bisschen technisch im Hintergrund funktioniert, da würde ich sagen, das schauen wir uns jetzt besser mal im Studio an. Und das schauen wir uns vor allen Dingen auch mal auf dem Computer an. Und da gibt es dann jetzt noch ein paar Details. Kommen Sie mal mit. Zurück in den Heiligen Hallen schauen wir uns jetzt noch mal an, wie das eigentlich dann abläuft. Dass unsere Alarmanlage also die Möglichkeit hat, uns auf unser Mobiltelefon mit einer sogenannten Push-Nachricht zu erreichen. Wir sehen hier den Dienst, den ich eben schon angesprochen und gezeigt habe, dieses sogenannte Notify. Und ich scroll hier mal runter. Das sind also eine schön gemachte Seite. Hier sehen wir auch gleich, wie man so eine Nachricht beispielsweise von der Linux-Konsole aus initiiert. Das heißt, das kann man nicht nur über so einen Mikrocontroller machen, sondern letztlich ist jede Art von Dienst in der Lage. Und hier sehen wir also das Beispiel Backup Successful. Das heißt, da könnte auch ein Systemadministrator darüber informiert werden, wenn ein Backup, vielleicht nicht unbedingt, wenn es einwandfrei läuft, aber wenn ein Fehler auftritt, dann kann er mitten in der Nacht davon dann durchaus geweckt werden. Das Ganze hat also auch einen Sinn über das Beispiel, was ich gezeigt habe, hinaus. Und was ganz interessant ist, man kann sich das auch im Web angucken, im Browser angucken. Und auch hier habe ich wieder meinen schon eben gesehenen Kanal, das sogenannte Topic, aufgerufen. Und um einfach nochmal zu zeigen, dass das Ganze auch auf diesem Wege funktioniert, können wir hier rübergehen in die Konsole. Und da habe ich schon mal was vorbereitet, das, was wir eben gesehen haben. Wir schicken einfach eine Nachricht an diesen Server und ich schicke sie ab. Und wir sehen hier oben rechts schon, ich habe die Benachrichtigung aktiviert vom Firefox. Der hat schon gesagt, da ist was gekommen. Und wenn wir hier schauen, so ähnlich wie es eben auf dem Telefon, also oben auf der Streuobstwiese auf dem Telefon aussah, so sieht es jetzt auch hier aus im Browser. Wir können also auch auf die Art und Weise darauf zugreifen und auch auf unserem Desktop-Computer informiert werden, wenn irgendwas passiert. Insgesamt finde ich das eine sehr, sehr schöne Sache. Und vor allen Dingen hat es gegenüber dem, was wir vor einigen Jahren gezeigt haben, da haben wir den Dienst Gotify verwendet dafür. Da gab es keinen öffentlichen Server, da musste man selbst einen Server installieren. Das heißt, man musste dann idealerweise irgendeinen Kleincomputer haben, der zu Hause die ganze Zeit läuft. Hier ist dieser Dienst kostenfrei im Internet zur Verfügung. Und ich glaube, das senkt die Hemmschwelle für viele
von Ihnen, die da gerne einfach mal mit experimentieren möchten. Ich würde jetzt gerne noch zeigen, wie ich es gemacht habe, wie ich diesen Mikrocontroller programmiert habe, dass er diese Nachrichten empfängt, diese WLAN-Probe-Requests empfängt und weiterleitet. Ich werde nicht im Detail auf den Source-Code eingehen. Ich denke, wir werden den, so wie er hier ist, veröffentlichen und wer dann tiefer sich da reinarbeiten möchte, kann das tun. Ein großer Teil davon ist auch ein Beispielcode, den es im Internet schon gab, den ich weiterverwendet habe, zumal das Auslesen dieser Daten, dieser Probe-Requests, also dieser Nachrichten von anderen Mobiltelefonen, die dann unsere Alarmanlage auslösen, nicht so einfach ist. Wir sehen das nämlich hier. Hier wird Gebrauch gemacht von einem Echtzeitbetriebssystem. Das heißt, das Ganze ist ein Prozess, der im Hintergrund läuft und der sich dann nach vorne meldet, wenn er sagt, hey, ich habe hier was gesehen und wir können hier mal runterscrollen. Also wir sehen, dass hier sehr viele Bibliotheken eingebunden werden müssen dafür. Und hier geht es dann eben auch los. Gut, das sind noch die Definitionen. Aber hier geht es eben los. Hier werden diese Nachrichten gesammelt. Und hier unten sage ich auch einfach, ich schreibe in die Variable Signalwert die Signalstärke, mit der das Signal ankommt. Und hier unten die MAC-Adresse. Da habe ich lang überlegt. Es ist mittlerweile so, dass die meisten Telefone die MAC-Adresse randomisieren. Das heißt, es lässt sich da nicht mehr identifizieren, wenn jemand jeden Tag da vorbeiläuft, dass man sagen kann, ach, das ist wieder der und der, der kommt jetzt hier wieder vorbei. Aber es machen nicht alle Telefone und damit kommen wir da in diesen Bereich der Datenschutzproblematik. Deswegen habe ich gesagt, ich addiere einfach hier die einzelnen Teile der MAC-Adresse zusammen und habe sie damit gewissermaßen anonymisiert. Ich kann nicht mehr zurückverfolgen, was ist diese MAC-Adresse eigentlich ursprünglich gewesen und gehe damit dieser Datenschutzproblematik ganz aus dem Weg. Das ist also das, was wir hier sehen. Die MAC-Adresse wird einfach addiert und wir haben dann hinterher einen drei- oder vierstelligen Wert. Im Prinzip könnte man es wahrscheinlich sogar weglassen. Die Alarmanlage würde, glaube ich, nicht wesentlich weniger schlecht funktionieren, wenn wir keine MAC-Adresse übertragen würden. So, und dann, Sie kennen das, wenn Sie mit diesen Mikrocontrollern arbeiten, in der Setup-Routine, die läuft, nachdem das Gerät Strom sieht, da wird der LoRa-Chip initialisiert in meinem Fall. Wie gesagt, das brauchen Sie alles gar nicht, wo Ihre Alarmanlage ist, wenn Sie Zugriff auf WLAN haben direkt. In meinem Fall ist es nicht so. Da müssen wir dann erstmal auf diesen LoRa-Standard gehen, damit wir dann hier unten wieder einen Empfänger haben, der dann das Ganze sozusagen als Gateway ins Internet übermittelt. Und ich habe hier oben noch gesagt, wenn so ein Paket gesendet wird über LoRa, dann soll die LED auf dem Board leuchten. Ja, und hier unten in der Loop-Routine, also die ganze Zeit läuft, immer wieder von vorne gestartet wird, da sehen wir also, dass dieser Wi-Fi-Sniffer aufgerufen wird, dass geguckt wird, nachgefragt wird, ist da irgendwas Neues passiert? Und wenn ja, und wenn das Ganze einen bestimmten Signalwert überschreitet, dann wird das LoRa-Signal hier zusammengebastelt mit dem Signalwert und der MAC-Adresse, also das LoRa-Paket, die Information. Und mit EndPacket wird es losgesendet. Und dann gibt es hier unten nur noch eine kleine Debug-Ausgabe auf der seriellen Schnittstelle. Diese Debug-Ausgabe können wir uns mal angucken. Ich habe das Gerät hier mitgebracht und angeschlossen und wir sehen also hier im Hintergrund, hier läuft das, ich kann mal ein bisschen hochscrollen. Wir sind ja jetzt hier wieder unten im Dorf, im bebauten Gebiet, hier sind rundherum, laufen Leute auf der Straße vorbei, gibt es Nachbarn. Und hier sehen wir, da ist so eine Alarmanlage schon schwieriger zu betreiben, weil eben viele Signale da sind und man vielleicht die herausfiltern müsste, die, ja, wie hier oben, dann mit minus 71 dBm kommen oder minus 74 dBm. Aber die minus 93 dBm sind, naja, das ist vielleicht der Nachbar von zwei Häusern weiter, der darf ja zu Hause wohnen, den will ich ja da gar nicht vertreiben. Vielleicht nochmal, dass wir uns auch angucken, wie sieht es auf der anderen Seite aus. Also ich habe gesagt, das ist der Sender, der Empfänger steht auf dem Dachboden und der muss ja dieses LoRa-Signal empfangen und ins WLAN weitergeben und dann auf diesen Notify-Server weitergeben. Und das sehen wir dann hier realisiert. Ich habe mich mal dazu entschieden, das Ganze sicher über HTTPS zu machen. Deswegen ist hier das Zertifikat drin von dem Notify-Server. Das muss man dann rauskopieren. Das ist nicht ganz so einfach, das herauszufinden.
Aber wie gesagt, ich wollte einfach mal zeigen, dass es nicht immer nur unverschlüsselt sein muss, sondern dass auch diese kleinen Geräte in der Lage sind, eine TLS-Verbindung, eine verschlüsselte Verbindung aufzubauen. Und wir könnten auch hier runterschauen. Hier haben wir also die in der Setup-Routine wieder die Initialisierung des LoRa-Empfängers und die Initialisierung des WLANs, also dass er sich im WLAN anmeldet. Und dann kommt die Loop-Routine, die also immer wieder durchläuft. Und wir haben hier die Abfrage, ob ein LoRa-Paket angekommen ist. Und wenn das der Fall ist, das ist also hier diese Zeile, dann wird das Paket ausgelesen und zerstückelt. Und hier wird geprüft, ob das ein legitimes Paket ist, also ob die Syntax so einigermaßen stimmt. Ich habe die ersten zwei Zeichen reserviert, dass es immer die gleichen Zeichen sind. Das wird überprüft und ansonsten wird das Ganze verworfen. Und wenn diese Zeichen die erwarteten Zeichen sind, dann wird dahinter der RSSI-Wert ausgelesen. Und hier im nächsten Schritt wird an der Stelle mit dem Notify-Server Kontakt aufgenommen. Und wenn die Kontaktaufnahme geglückt ist, geht an das, was wir eben schon gesehen haben, an diesen Kanal hier, wird eine Nachricht übermittelt. Und hier unten sehen wir, da ist jemand, das, was wir eben auf dem Telefon gesehen haben als Nachricht und dahinter der entsprechende RSSI-Wert. Und dann wird die Verbindung geschlossen. Und das ist letztlich der ganze Zauber dahinter. Und zum Abschluss nur noch, wenn Sie keine Lust auf Mikrocontroller haben und das Ganze dann lieber mit einem Kleincomputer, mit einem Einplatinencomputer machen wollen, auch da gibt es dann für Linux-Programme, die genau das machen, was wir hier programmiert haben, also das Überwachen der WLAN-Anfragen. Das kann man laufen lassen auf einer normalen, auf vielen unserer WLAN-Karten, auf vielen unserer WLAN-Chips wird das unterstützt. Da werden diese Pakete also auch mitgelesen, ausgewertet, in Dateien geschrieben und können dann entsprechend weiterverarbeitet werden. Der Möglichkeiten gibt es viele und ich finde das einen interessanten neuen Ansatz. Natürlich eine Alarmanlage, die man relativ leicht aushebeln kann, wenn man sein WLAN einfach deaktiviert. Aber mal ehrlich, die Ganoven und Gauner unserer Welt sind ja nicht die intelligentesten Leute normalerweise. Denn wenn sie intelligent wären, dann könnten sie ja ihr Geld rechtschaffend verdienen oder wüssten zumindest, wie sie einfacher drankommen. Und von daher kann man immer davon ausgehen, dass die Leute vielleicht nicht so viel über das, was sie tun, nachdenken. Und an der Stelle kommen wir hier mit unserer Alarmanlage ins Spiel. Das war es also für heute. Ich hoffe, das war inspirierend. Vielleicht haben Sie da Lust, jetzt wo die Abende wieder länger werden, die Tage kürzer werden, also die dunklen Stunden länger werden, sich damit ein bisschen zu beschäftigen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Haben Sie einen schönen Tag und wenn Sie uns unterstützen möchten, wir freuen uns über jede Spende, die uns erreicht. Wie Sie uns spenden können, das steht auf cc2.tv. Das steht unter dem Video in der Beschreibung und das steht auch jetzt gleich noch auf der Informationstafel. Wie gesagt, die Spenden sind zurückgegangen in den letzten Monaten. Wir haben da volles Verständnis für, aber wenn Sie den ein oder anderen Euro übrig haben, wir würden uns auf jeden Fall freuen. Machen Sie es gut. Und in 2 Wochen kommt das nächste Video. Ahoi!